Silber, Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Hello, Peeps! Warum steht mein Staubsauger da? Neuigkeit Nummer 1. Heute wird die Küche gestrichen. Ich zeige euch mein gerade entworfenes Streitoutfit. Streich. Das habe ich in einer alten Kiste rausgekramt. Eine Olaf-Hose, die gerade noch so passt. Und ein Olaf-T-Shirt. Ja, und dann so eine Jacke von einem Laden, wo ich mal gearbeitet habe. Das, würde ich sagen, kann alles dreckig werden, nicht? Kannst jetzt mal eigentlich du nach Hause gehen. Ach so, zweite Neuigkeit liegt direkt hier. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Also ich habe sie gebraucht gekauft, weil ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Das ist auch eine Canon, weil ich habe Canon-Zubehör. Ich habe aber allerdings ein schwarzes Objektiv dazu gekauft, weil günstiger. Und dann steht den baldigen geilen YouTube-Videos nichts mehr im Wege. So, und jetzt wird gleich gestrichen. Hallo, wir haben Food. Food mit einem Knoblauch-Kaki-Einhorn. Aber es kackt es gar nicht. Es ist einfach ein reitender Knoblauch auf einem Einhorn. Lieben wir. Also so lieben wir. Frepp und It's been a rollercoaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. But you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. No, oh, oh, oh. I'm losing control. So, wir haben jetzt schon so ein bisschen was gemacht. Oh, ne, Kamera sieht eigentlich sogar super aus. Also hier die Macke, wo die Küche stand, ne? Das ist eben Kamera. Ja, wirklich. In der Kamera zeigen. Aber dieses Grau, was von den Vormietern da ist, ich weiß, vielleicht ist das diese Silikonfarbe. Ne, das wird anders, sich anders anfühlen. Ne? Auf jeden Fall, man sieht es an den Rändern ganz gut. Die Farbe deckt nicht, es ist belastend. Und jetzt haben wir quasi in dieser Sekunde beschlossen, dass wir einfach mein Grau, was ich noch besitze, hier hin mal, weil also hier kommen keine Hängeschränke hin und hier schon, deswegen ist mir dieser Decker. Und die machen wir grau. Machen wir dann wieder diesen weißen Rand? Oder alles grau? Das müssen wir noch entscheiden. Weil das eine Stück haben wir eigentlich schon abgeklebt. Da haben wir eine Strecke weniger zum Abkleben. Yay! Ja, das wird dann auf jeden Fall jetzt grau, aber dunkler. Weil das ist das Grau, was ich im Wohnzimmer habe. Das ist ein Tacken dunkler. Belastend. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist belastend. The Plan scheint aufzugehen. Wuhu! Hoffen wir nur, dass der kleine Bottich reicht. Und das sieht auch gut der aus. Der reicht, das ist so gut. Der reicht. Wirklich gut. What if I need to know? Tonight in that tree gown and all. Picture my dreams against the wall. The picture is sophisticated. Hallo. Ist es immer, übrigens immer noch die alte Kamera, ne? Also ich habe noch nicht geswitcht. Ich habe zwar schon in der neuen... Ich habe euch erzählt, dass ich eine neue Kamera habe, oder? Ich habe schon Speicherkarte und alles drin, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich traue mich noch nicht damit zu filmen. Ich werde jetzt mit Nathalie einen Chunky-Flavor-Test machen. Aber wie viele werden wir denn testen? Wir können jetzt nicht alle Tütchen aufmachen, oder? Ich würde sagen, erstmal nur die Bottiche, weil die kannst du richtig verschieben. Ja, würde ich auch sagen. Dann machen, und vielleicht die kleinen hier, die kann man ja auch, die to go. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, die wir testen können. Nathalie riecht am Parfüm. So, ich habe jetzt alle angemischt. Ich wusste gar nicht, dass sie auch so krass die Farbe verändern, aber offensichtlich ist es alles derselbe Joghurt. Wir haben für alles Haferjoghurt benutzt, also der hat einen Eigengeschmack. Deswegen, das müssen wir gleich auf jeden Fall bei unserer professionellen Bewertung in Betracht ziehen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Salted Caramel probieren wir nicht. Das gebe ich nämlich Nathalie mit, weil ich mag das sowieso nicht, deswegen brauche ich das auch nicht probieren. Stabiles Stativ, Bruder. Die steht auf einer Cola-Flasche schief auch. Okay, bist du bereit? Komm, du fängst an. Das ist gebrannte Mandel. Voll viele sind auch mit Stückchen. Geruchs... lecker mit Stückchen. Das klingt toll. Also mit positiven Stückchen. Mit Stückchen. So Keks oder so. Es gab noch nie was, wo ich gesagt habe, oh, die Stückchen, die sind aber super.
Es schmeckt wirklich gut. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu süß. Ich würde es mir nicht so... Ich glaube, ich habe sehr viel reingemacht, ja. Aber es schmeckt ungelogen, nicht künstlich. Stimmt. Trotz der Tatsache, dass es zu süß ist. Also mich stört halt tatsächlich der Joghurt. Das ist eine falsche Wahl von mir gewesen. Echt? Ich finde den nicht schlecht. Also ich finde den lecker. Man kann das auch in Milch machen, ne? Ja, ja. Du könntest ja theoretisch auch, wenn du jetzt sagst, du findest das... Proteinzeug scheiße, neutrales Proteinpulver nehmen und dir das mit Chunky Flavor. Ja, stimmt. Du hast jetzt White Almond Coconut. Ja, also es schmeckt halt, wie es heißt. Gut. Mandeln, finde ich, haben immer einen künstlichen Geschmack ein bisschen. Aber selbst wenn du reine Mandelmilch kaufst, habe ich das trotzdem und es ist Mandelmilch. Hm. Aber es schmeckt lecker trotzdem. Aber den würde ich mir nicht kaufen. Ich bin nicht so ein Kokosfan, aber ich finde es trotzdem gut. Aber ich würde ihn mir nicht kaufen. Mandele. Ich würde eher gebrannte Mandel kaufen. Sie sind aber auch sehr ähnlich, finde ich. Ich glaube, meine Favoriten kommen gleich noch, so das Fruchtige und Schokoladige. Da bin ja ich so. Was ist das? Vanille. Den hast du zu stark gemacht, glaube ich. Der schmeckt mir nicht. Ne? Ne. Mir schon. Ja. Boah, ich finde den sogar am leckersten von den dreien. Ne, ich finde den ersten am leckersten. Und das hier ist, glaube ich, mein Favorit. Das ist, Oh, fuck. Blueberry, ne? Ja, Blueberry Cheesecake. Und der hat so intensiv gerochen, als ich das angemischt habe. So, warte, du musst hier dran mal riechen. Ah, du magst Blueberry nicht, ne? Mm-mm. Naja, Pech. Nee. Boah, das riecht so geil. Also sieh mal keine Blaubeeren, nur nicht, das liegt nicht daran. Out, ey. Boah. Okay, scheiße, Mann, ich krieg's nicht auf. Aber es schmeckt trotzdem nicht künstlich. Ja? Ja, also obwohl, ich mag halt einfach Blaubeere nicht, aber ja. Es schmeckt nicht künstlich. Boah, es riecht so geil. Hier, du kriegst direkt Schokolade. Ich glaube, Vollmilchschokolade. Hier mag ich auch die Stückchen. Ach so. Das ist geil. Das ist lecker, das esse ich auch. Okay, das ist bis jetzt meine Platz 1 und danach Vanille. Also das ist... Oh, das ist so geil. Das ist mein Platz 1. Schokolade? Mhm. Erdbeer magst du aber, oder? Ach nee, ist auch nicht Erdbeer, das ist Himbeerjoghurt. Mhm. Erdbeer magst du aber. Gut, dann kriegst du Himbeerjoghurt. Okay, jetzt möchte ich alle anderen auch probieren. Bin jetzt nochmal angefangen. Ja, doch. Das ist geil, aber da finde ich, müsste für mich noch mehr Pulver rein. Dass es noch intensiver schmeckt. Deswegen mag ich es, glaube ich, so gerne, weil es nicht so süß ist. Und das hier ist, okay. Das ist mein Favorite. Ja? Ja. Richtig fruchtig. Himbeerjoghurt. Also, ich fand Mandel richtig geil. Boah. Lecker. Boah. Ja, Mann. Und das schmeckt richtig wie frische Himbeeren. Boah. Linda kommt. Oh, wachend. Der AMG. Aber ich mache Verspiegel. Komm, mach einen Schnitt. Nein, Mann, ich muss es sehen. Ich muss ja nur mein Haar länger auf. Linda ist seit einer Minute da und schnippelt sich erstmal die Haare ab. Schnippschnapp. Steht hier auch. Mach mal so eine Shit. Geile Pottfrisur so auf. Ja, machen wir. Ja, geil. Dann machen wir das. Nice. Oh, schön. Ich kann einen Topf drumlegen. Ja. Oh, das ist schön. Manche Fußballspieler tragen das schon, ja. Ne? Ich find's super süß. Geil. Süß. Ja, ja, richtig. Hübsch. Weg mit der Kamera. Wir haben noch ein Fazit für euch. Und zwar habe ich hier den Shaker ausgepackt. Der Shaker ist super. Mal kurz meine Ohren. Das hier. Schmeckt nach Erbrochenem. Nein, stopp, es riecht. Unfassbar ekelhaft. Und es hat auch nach Erbrochenem ein bisschen geschmeckt. Nee, finde ich nicht. Ich finde schon. Also ich finde es geschmacklich okay, aber weit entfernt von Eistee und weit entfernt von lecker. Musst du eigentlich nette Sachen darüber jetzt sagen zwischendrin? Ich mache ja nur einen Test, das ist ja keine Kooperation, die ich hier mache. Ja, okay, es schmeckt voll nach Erbrochenem. Ich finde nicht. So abartig. Außerdem Wasser in Eistee, bitte molken. Ja, es stinkt halt. Aber ich finde, es schmeckt nicht so schlimm, wie es stinkt. Ich finde, es hat einen leichten Touch von diesem... Eis mit diesem Maracuja-Gelb. So Solero, oder wie das ja, heißt? Ja, Solero. Ja, ja, ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Solero und im Abgang schmeckt man auf jeden Fall Süßstoff. Und auf jeden Fall einfach nein! Gar nicht. Es riecht scheiße. Es schmeckt okay. Also eigentlich schmeckt es wirklich ein bisschen nach Solero. Aber davon hatte ich mir tatsächlich mehr erhofft, geschmacklich. Weil voll viele das ja so hypen und sagen, oh mein Gott, es schmeckt genau wie Eistee. Nee. Nee, es schmeckt nach Solero, Idioten. Ja. Aber es gibt... Nathalie macht gerade Test von diese. Von dieser. Halten Festen. Ja, halten Festen. Fisten? Nee, das machen wir nicht. Von
diese Erdnussbutter quasi, die man sich selber anrührt mit Wasser. Fazit? Kaufe ich. Kauft sie. Sie sagt, schmeckt sehr. Was hast du gesagt? Schmeckt richtig gut, schmeckt richtig sehr geschmeckt. Super. Auch nicht zu süß oder so. Richtig gut. Du findest alles scheiße, dich frage ich gar nicht. Linda findet alles scheiße, was sie probiert. Alles. Außer ein Salatblatt wahrscheinlich. Gurke. Gurke. Wir machen gleich noch Gurkensalat. Ja. Jetzt. Das ist nämlich gerade das, was wir tun. Wo war denn jetzt meine Strähne, die ich... Ach, hier bin ich gerade am Fisseln. Ja, das macht viel Spaß. Geil! Irgendwie hat das aber was. Ja. Das super. Stell dir vor, du machst jetzt hier so zwei Zöpfchen. So? Schon süß dann. Hm? Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Wieso? Ich weiß nicht. Dann morgen. Good morning in the morning. Man sieht es nicht wirklich, aber also, es sieht heller aus in der Kamera. Es ist doch sehr dunkel draußen. Es ist 7 Uhr morgens. Die Küche sieht soweit gut aus. Heute müsste die Lieferung kommen. Und ich werde jetzt nochmal hier drüber streichen, weil ich weiß nicht, was die Vormieter mit diesen Rändern gemacht haben. Aber es deckt einfach kaum. Und hier deckt das Weiße auch nur, weil ich so eine fette Schicht drüber gemacht habe. Also ja, das werde ich jetzt bei dem Grau auch machen. Und dann dürfte die Wand auch fertig sein. Das mache ich jetzt noch, bevor die Lieferung kommt. Noch habe ich keinen Anruf. Das heißt, mindestens eine Stunde Zeit habe ich noch. Ja, ich würde sagen, ich beeile mich mal. Just like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Got this far, don't know how. Ja, wie ich gleich Sport machen soll, ist mir ein kleines Rätsel. Es ist so schon spaßig, hier durchzukommen. Ja, schwierig. So, ihr habt gesehen, Küchenteile wurden geliefert. Jetzt, ich bin mir so unsicher, was ich gerade machen soll, weil ich will noch Sport machen. Ich muss noch meinen Vlog schneiden. Ich will mir später die Haare färben. Und ich muss noch den kompletten Boden in der Küche sauber machen, weil den haben wir quasi, oder mehr oder weniger ich, ich bin da sehr unsauber, mitgestrichen. Und auch die Wand sieht aber gut aus, die ich heute Morgen nochmal überstrichen habe. Sehr gut. Das muss ich noch machen und dann will ich vielleicht noch ein bisschen diese Macken im Boden mit Lack füllen. Weil, also ich habe halt weiße Fliesen, wie ihr gerade gesehen habt. Und da sind überall so Macken, deswegen hatte ich auch mal einen Teppich drin liegen. Weil das aussieht, als wäre der Boden dreckig. Das sind aber Macken und das ist voll doof. Und ich habe halt weißen Lack, deswegen wollte ich so ein bisschen in diese Löcher so weißen Lack reinmachen. Und ich weiß aber nicht, ob ich das heute schaffe. Ich will dann auch noch den Kühlschrank ein bisschen weiter wegschieben, die Spülmaschine hier raus, damit dann übermorgen die Küche eingebaut werden kann. Und jetzt weiß ich nicht so recht, welche Reihenfolge ich machen soll. Und dann muss ich auch hier noch gucken, weil wenn der Kühlschrank heute kommt, hier ist kein Durchkommen für Kühlschrank. Aber ich kann auch nicht diese ganzen Kartons wegschieben. Also A, weil kein Platz ist in die Richtung. Und B, weil es viel zu schwer ist und den Tisch kann ich aber auch nicht wegrationalisieren. Der steht halt da. Ich kann halt höchstens die Stühle wegstellen, aber auch dann ist zu wenig Platz. Ja, das überfordert mich gerade ein bisschen. Aber vielleicht ignoriere ich erstmal diese ganzen Probleme und mache einfach Sport. Da ist auch wieder die Frage, wo mache ich Sport? Weil, naja, kein Platz. Ich glaube, ich werde
Da, wo meine Couchtische stehen. Da. Boah, dieser Fokus. Vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, mit der neuen Kamera zu vloggen. In der Hoffnung, dass der Fokus besser ist. Die Couchtische wegstellen und das dann da machen. Da habe ich zwar nicht so die Space, aber vielleicht mache ich ja heute ein Beinworkout, so ohne viel hopsen und springen und mich ausbreiten zu müssen. Das wäre super. Das wäre echt super. Und ich habe auch Bauch- und Arm-Muskelkater ist da. Deswegen wäre tatsächlich Beine super. Oh. Nee, es ist Recovery Cardio. Eine halbe Stunde. Ja, und Pole Dance ist jetzt auch 2 Tage erstmal raus. Weil an die Stange komme ich absolut gar nicht. Kann ich auf Kartons tanzen. Vielleicht tausche ich auch die Tage, weil dann müsste ja morgen unterer Körper sein. Weil gestern war schon Cardio. Ach du heilige Scheiße. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das dieses Workout, was da drin ist, Build a Booty Workout. So ein krass heftiges Workout. Das schaffe ich doch nicht. Das ist noch eine Alternative für Beginner. Vielleicht mache ich das. Ach, ich bin so unentschlossen. Ich weiß es nicht. Ich werde irgendwas an Workouts machen. Also eins von diesen 3 Workouts wird es werden. Falls ich mich hier irgendwie ausbreiten kann. Natürlich, ich habe A-Reiz auch da und Karev. Und die sind natürlich dann auch die ganze Zeit bei mir. Also es wird kuschelig. Vielleicht kann ich die 2 irgendwie aufs Sofa hier neben mir verbannen. Ob die da sitzen bleiben, ist eine andere Sache. Ja. Aufregend. Leute, wirklich, ihr glaubt es mir nicht. Ne? Wenn diese Küche steht, Küche plus Kühlschrank, dann mache ich 80.000 Kreuze. Wirklich. Naja, und dann habt ihr ja gemerkt, steht noch einiges an. Oh komm, ich muss auch noch super viel für Kooperationen filmen, aber das mache ich dann, ich glaube, das mache ich morgen. Ja, und dann mache ich heute Küche, Kühlschrank, Sport, Haare, Vlog, Mails und sowas. Also alles, was sonst auch noch dazu gehört. Gut. So, mein Vorhaben jetzt, den Kühlschrank gleich schon mal zur Seite schieben. Auf diese Seite. Und den Boden sauber machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Theoretisch könnte ich eigentlich sogar drauf scheißen, weil hier Schränke hinkommen. Mache ich aber nicht. Ich werde das jetzt einmal sauber machen. Und hoffen, dass ich in einer halben Stunde fertig bin. In einer halben Stunde wird nämlich der Kühlschrank hochgetragen. Der kam auch gerade schon an. Ja, drückt mir den Daumen. Leute, es ist vollbracht. Der erste Step. Der Kühlschrank steht. Halleluja. Es war ganz okay. Also, woher soll ich das wissen? Ich habe ihn nicht getragen. Aber es hat alles funktioniert. Die mussten den halt auspacken, damit er hier durchgepasst hat. Und ihr glaubt nicht, was das für ein Akt war. Also nicht den Kühlschrank hochzutragen, sondern dass der Kühlschrank überhaupt hier ankommt. Wirklich absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Aber jetzt steht er. Ich werde gleich Wasser anschließen. Also ich würde das jetzt alles selber machen. Nicht? Weil, ja, das hat halt alles vorher nicht geklappt. Und ja, ich will den mal aufmachen. Also ich schließe den jetzt noch nicht an. Weil, neu und lasse den jetzt erstmal sich setzen quasi. Boah, das ist so lange schon mein Wunsch gewesen. So einen Kühlschrank zu haben, oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Also ich werde jetzt gleich, Wasser anschließen. Ich meine Steckdose, den Stecker da reinstecken kann ja jeder. Aber ich muss Wasseranschluss machen. Das könnte vielleicht sogar das Kabel hier sein. Wobei, das ist eher ein Kabel als ein Schlauch. Aber irgendwas habe ich da gerade gesehen mit Wasser. Ich weiß es noch nicht. Ja. Das werden wir dann gleich nochmal herausfinden. Ich brauche, oh Gott, da kann ich drin wohnen. Der hat ungefähr doppelt so viel Volumen wie der. Und das ist schon heftig, ne? Pah. Geile Meile. Mensch, was freue ich mich. Hi. Boden ist sauber. Oh, wieder glänzt. Kühlschrank muss ich gleich noch anschließen. Oh, ich weiß auch gerade nicht, womit ich jetzt weitermache. Ich glaube, ich räume erstmal noch den Rest in der Spülmaschine aus. Dann morgen. Peace. Sehe ich geil aus oder sehe ich geil aus? Geil, ne? Dann morgen. Okay, Leute, es ist 19.43 Uhr. Die Küchenmänner waren seit 9 Uhr heute Morgen da. Und
Dann morgen. Jo, was geht ab? Guten Morgen. Ich kam auf die grandiose Idee, mir Sockenlocken zu machen. Also diese über Nacht ohne Hitze und so. Und ich hatte die eigentlich trocken geföhnt. Ja. Meint ihr, geht klar? Ein guter Style? Ja? Ich fahre jetzt gleich nach Berlin. Die erste Nachricht, die kam, mein Zug fällt aus. Es gibt aber einen Ersatzzug. Wofür kauft man eigentlich diese Sitzplatzreservierung, wenn sie dann doch nicht gelten, weil der Zug immer ausfällt? Ich muss irgendwas... Ich kann mich gar nicht angucken. Guckt euch das mal, ich sehe aus wie Mozart. Okay, besser. Meine Augenbrauen sehen übrigens so aus, weil ich habe die machen lassen mit Powder Brows. Und hier ist jetzt so knusprig und... Naja, deswegen sehen sie nicht ganz so on fleek aus, weil das noch abheilen muss. Aber das wird noch. Ich bin im Chill-Look. Ich werde mich jetzt... Jetzt drücke ich die ganze Zeit irgendwas. Ich werde mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof machen. Und dann geht's ab nach Berlin. Warum diese? Hallo. Was? Ich bin da. Wo denn? Ich vlogge. Ach so. Wo denn? Ich zeige gerade meine Fotos. Sieht man nicht. Okay, gut. Hallo, ich bin auch da. Das ist Renate und Renate ist auch dabei. Ich bin in Berlin. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt, wohin gehen wir? On-Time PR. PR. Und er. Englisch. Und ich habe mich angezogen. Ich habe ein rotes Kleid an mit einer Hose, Strumpfhose und so Latschen. Und Renate sieht auch zuckersüß aus. Komm mal auf den Laufsteg. Ach so. Lieb ja den Haarreifen. Und deine Löcher. Hatte du nur ein Loch? Ja. Oh, ich dachte die ganze Zeit, es wären zwei. Nee. Eins Loch. Oh, ich lieb dein Loch halt. Dann. Und dann? Geil, lieb ich. So. Lieb dein Loch. Okay, wir gehen jetzt. Tschüss. Oh, fuck, ach nee, jetzt kann ich schon wieder nicht vloggen wegen der Musik. Hallo, wir sind gerade on-time. On-time PR. Ich muss nur ein bisschen... Grüß Gott! Hallo! Welcome to the vlog! Ich möchte das präsentieren, hier ist die Musik auch nicht so laut, hier kann ich vloggen. Ich arbeite hier nicht, aber guck mal erstmal oben in die Buchhaltung. Wow, Ballons! Wird hier geblockt oder was? Ja, hi! Hallo! Hier zu sehen, Nails. Mashallah. Lashes. Mashallah. Ja, das wird wirklich geil. Das ist ja, oder? Ja. Wir lieben das. Die sind ja toll. Die sind alle geil. Ja. Lieben wir Blumen. Cosmetic. Für jetzt alles so Make-up. Wir machen eine Vlog-Tour. Das aber auch wir müssen alle anderen Räume noch abchecken hier. Oh Laura, dein Büro sieht ja toll aus. Dein Büro sieht ja toll aus. Ich muss den Po filmen. Film den Po. Maschallah. Geil, oder? Einfach die Hübsche. Freut mich auch. Hier haben wir noch mehr Ballons. Da ist Vincent. Hey, hey. Ja, das war kurz Bibi. Oh. Aber irgendwie ist es schön auch. Ja, das gefällt mir. Hier haben wir Klamöttchen. Gott, das ist mir ein bisschen unangenehm, gerade zu vloggen. Kein Problem, wir gucken hier rein. Holy. Oh, geile Musik jetzt. Komm, wir gucken den Milchreis an. Uns wurde gesagt von Vincent, hier ist Milchreis. Oh, aber hier ist laute Musik. SOS, SOS. Was ist hier? Sunscreen. Ich traue mich nicht, da durchzugehen. Das sieht aus wie geschlossene Gesellschaft. Hier ist Schmuck. Ich gehe einfach durch. Hm, Küche. Oh Gott, wo ist Renate? Oh Gott. Oh, ich dachte, ich habe dich verloren. Oh mein Gott. Hallo! Na, so dicht doch nicht. Ich mach so dicht, wie ich will. Milchreis? Ich liebe aber auch Milchreis. Ich hab auch Milchreis. Mama, auch Milchreis. Aber auch vegan. Milchreis. Vegan. Wie kann das überhaupt vegan sein? Welche Milch benutzen Sie denn? Vegan. Taste-Test. Okay, Taste-Test. Oh, ist da drin gelandet. Okay. Kein Problem. Doch, das ist irgendwie Hafermilch, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ich liebe Hafermilch. Geil. Immer mit der Schaufel. Mmh.
muss keiner wissen, dass er. Wir sind jetzt in einem Rahmenladen, XXX-Rahmen. Und wir sitzen jetzt an dem Tisch, weil wir vorher an so einer Bar saßen. Und wenn jetzt 4 Leute kommen, müssen wir hier weg. Und ich hoffe, es kommen keine 4 Leute, weil ich möchte hier sitzen bleiben, weil das viel bequemer ist als an der Bar. Und wir haben jetzt Rahmen bestellt und waren halt vorher auf diesem Event. Das war ganz cute. Ja, ich habe eigentlich echt nichts zu sagen. Ich weiß gar nichts. Ich habe auch nichts zu sagen. Ich bin aber jetzt schon fertig. Süß. Du bist süß. Meine Wimpern, endlich sind sie wieder schön. Die waren so lange so fest. Doch, wirklich. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, waren die auch super geil. Ich zeig dir ein Bild von vor 2 Jahren. Da waren die. Ja, da haben wir uns nicht gesehen vor 2 Jahren. Aber die waren da so toll. Ach so, toll. Das ist scheiße. Richtig toll. Ich habe starken Hunger und du? Ich auch. Ich möchte Pommes. Ich auch. Gehen wir danach noch Pommes essen, weil du Pommes willst? Ich hätte eigentlich jetzt noch sehr stark. Nachtisch erstmal Pommes. Ich bin ja nicht so eine Pommesmaß, aber sie ist eine Pommes. Liebe Pommes. Du bist eine Pommes. Pommes. Soll ich das machen für dich? Ja. Du musst mit deinen Nägeln so schön. Nee. Das ist schön zu hören. Wow, das sind viele Bilder. Ja, oder 50.000. Wie ist das? Ananas. Ich hab Hunger. Bitte beeilen, bevor viele Leute kommen. Der Auftrag, eine Dating. So, Miso-Ramen. Miso-Ramen, Gyoza, Lecky Lecky. Dann morgen. Gumo! Herzlich willkommen zu Fashion. Wuhu! Fast gegen die Latenz gelaufen. Fashion Week Day 2. Boah, Leute, ich habe heute ein Outfit an. Ungeplant irgendwie. Also, ich habe mir das nicht im Kopf so zusammengestellt. Und warum bin ich so aus der Puste? Ich sehe richtig geil aus. Also das Outfit, wow. Ich lieb's. Ich fühl's. Ich will nie wieder ein anderes Outfit tragen. Das Problem ist nur, dass ich so eine Netzstrumpfhose anhabe mit Strasssteinchen. Und wenn diese Strasssteinchen sich berühren, zum Beispiel an meinen Oberschenkeln, bleiben sie aneinander hängen. Und dann gehen sie irgendwann wieder auseinander und fletschen richtig gegen meinen Oberschenkel. Und das tut voll weh. Naja. Ja, und da ist Renate. Sie sieht auch wie immer hot as hell aus. Da bist du auch. Ja? Rumkugeln auch? Ja? Ja. Gut. Super. Und jetzt gehen wir zu Hey Mates. Wir wollten eigentlich heute frühstücken gehen. Haben aber bei Renate gefrühstückt, was eigentlich geil war, weil wir haben gechillt. Und ich weiß nicht, warum ich so aus der Brust bin, deswegen höre ich mal auf zu reden. Warum sagt denn keiner was? Hallo, wir sind angekommen bei Hey Mates. Ich muss jetzt einmal ganz kurz die Geile zeigen. Die Geile. We call her Bob the Baumeister and we love it. Ich quetsche mich einmal ganz kurz hier durch. Wir machen jetzt mit euch zusammen. Oh, ich rede einfach ohne Renate. Was, wo ist sie denn? Komm. Also wir sind selber noch nicht durchgegangen und wir machen das jetzt mit euch gemeinsam und schaffen einmal hier die Lage. Wir haben Alkohol scheinbar. Okay, okay. Hi! Wir machen einmal einen Rundgang. Oder auch nicht. Hier ist irgendwo. Oh mein Gott, das ist Torte. Wow, geil. Okay, hier gibt's Food. Da werden wir uns mit Sicherheit gleich aufhalten. Ah, geil, everything. Sehr geil. Oh, lieben wir. Oh mein Gott, geil. Guck mal, hier ist Bubble Tea. Okay, hier müssen wir safe gleich direkt hin. Hier gibt's Bubble Tea. Hier gibt's das. Ich weiß nicht, was es ist. Hier gibt's das. Dann haben wir hier noch mehr Drinks. Wow, das sieht aber hübsch aus. Ach, sind das hier? Ach ja, boah, Renate, ich rede die ganze Zeit mit dir. Guck mal, hier Ritzen auf hatten wir doch auch im Bloggerhaus. Ja. Oh mein Gott, wow. Oh mein Gott. Okay. Das ist mein Paradies. Wow. Okay, dann was haben wir hier? Oh, das ist nichts für mich. Ja, nee. Dann haben wir Alpresan. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schauen wir gleich mal. Pepsi. Das haben wir gerade schon von draußen gesehen. Dann haben wir eine super süße Blumenwand. Ich glaube, das. Ach ja, genau, das ist Ernstings Family. Cute. Oh, ja, ich glaube. Dann haben wir Lieb dein Gesicht, was auch immer das sein mag.
Ja, genau, ja, hier hinten ist Tattoo. Ostsee-Quartz. Geil, lass mal Quad fahren einfach. Und da hinten ist, glaube ich, Fielmann wieder, ne? Das war letztes Mal auch so. Okay, nice. Und jetzt schauen wir uns mal in Ruhe um. Galerie, kannst du mein Outfit zeigen? Ja. Okay, tschüss. Die geile. Schwarzes Kleid, Mondgürtel, Glitzer-Netzschuhe und yeah. Geile Schuhe, zeig nochmal. Von Amazon. Ja, von meiner Kooperation aus dem letzten Video. Ah, mach mal so. Oh Gott, das ist stark unangenehm. Nee. Doch, geht auch. Ich habe leider verkackt, ihn euch zu zeigen in ungeschüttelter Form. Es war super süß. Der war so 4 Schichten oder so. So rot, weiß, blau. Okay, das sind 3 Schichten. Naja. Auf jeden Fall habe ich gerade dieses Band da dran gemacht. Und wir haben noch dieses Plüschtier bekommen von diesem Bubble Tea Ding. Und das ist Renates Bubble Tea. Oh mein Gott, das ist so süß. Ich werde ihn jetzt trinken. Oh nein, Foltermodus. Hallo, die 2 Lauras sind da. Hallo! Und die eine Laura hat das hübscheste Lächeln für uns aufgesetzt. Schön! Zeig dein hübschestes Lächeln. Oh, das sieht so aus. Oh, wie süß. Ey Leute, ich muss euch was zeigen. Ich habe meinen Schmuck gefunden. Also offensichtlich ist das alles nicht bezahlt, aber achtet mal, ich bin ja eine Schmetterlingsmaus, ne? Wie ihr wisst, schaut euch mal bitte diese Kette an. Diese Kette, oh mein Gott, das fokussiert gar nicht, das ist ein Schmetterling, das ist ein Riesenschmetterling. Dann hat sie das als Bauchnabelpiercing, dann, Moment, als, ich krieg's nicht raus, als Nippelpiercing, als nochmal kleines Bauchnabelpiercing, dann war hier nochmal, ich muss kurz meine Liebe teilen, nochmal Riesenbauchnabelpiercing. Warte, war noch irgendwas? Ja, natürlich war noch irgendwas. Nasenpiercing und hier nochmal längeres Nasenpiercing. Ich muss sie sowas von fragen. Ich muss sie anflehen, mit mir eine Kooperation zu machen. Sie hätte das auch als Stein, aber dafür sind meine Zähne leider nicht schön genug. Aber Laura kriegt das auf die Fresse. In die Fresse rein. In die Fresse. Das ist so geil, boah. Aber kannst du bitte das als Profilbild nehmen? Ja, bitte. Gibt es nicht so ein Spiel, wo man das so macht und dann so reden muss? Safe. Zu der Challenge gibt es da, ja, glaube ich, ne? Ja, ja. Sag mal jetzt so einen Zungenbrecher. 10 zahme Ziegenzungen, 10 Zender Zucker zum Zoo. Ganz ehrlich, der Ton im Hintergrund ist eigentlich das ganze Video. Warte, ich da auch mal. Ja. Sag mal Chicken. Chicken. Oh, ich dachte, du sagst Ficken, schade. Hallo. Wir sind wieder bei Renate und haben, ich wollte gerade sagen, wir haben uns in Chillklamotten geworfen. Aber das ist eine Lüge, du hast ein Samtkleid an, ja, was du gestern Chill bekommen hast. Das ist, oh. Das gehört zum Unboxing, weil das ist von gestern auch quasi. Ja, das haben wir bekommen. Wir teilen. Du. Wir teilen. Ich teile die Optik. Ja, ich habe das gefunden und habe gesagt, Renate, nimm das. Ja. Und jetzt hat sie es gerade anprobiert und es passt, als wäre es ihr Kleid. Perfekt. Und es sieht so schön aus. Ich liebe es auch. Schön. Geil. Schön, okay, Farbe. Setzen wir uns auf den Boden? Ja. Super. Ich freue mich schon. Meine Füße tun so weh, ich möchte sterben. Oh Gott, same. Oh Gott, ich kann gar nicht auftreten. Das gehört auch noch dazu. Können wir irgendwo die Kamera hinstellen? Hier vielleicht. So, meine lieben Freunde auf der Sonne. Benutze mal kurz deine Kerze. Ja. Kerze? Ja, da das ist da. Nur eine Storytime mit einer Kerze. Nee. Nee. Also das einzige Kleidungsstück, welches ich habe, ist dieses, weil es gab nichts anderes in meiner Größe. Das ist sehr schwach. Ja, aber der Blazer ist schön. Das ist dieser. Also ich will mich nicht beschweren, dass ich zu wenig umsonst bekommen habe. Ich will mich nur darüber beschweren, dass es zu wenig in meiner Größe gab. So, nicht falsch verstehen. Ja. Also, dieser wunderschöne Blazer, der ist schön. Und, naja, ich ein bisschen selber. Habe ich den nicht auch sogar ausgesucht? Ja. So. Du hast ihn gefunden, nein. Nee. Und dann, das war es eigentlich schon, mehr ist hier nicht drin, ist hier noch eine so schöne Kerze drin. Diese schöne, die riecht nach Icy Woodland. Ja. Schade, ich habe nicht geraten. War aber auch kein Sound. Sound. So, das war von gestern, aber irgendwas war da gestern noch. Ach so, Schmuck! Oh mein Gott, Schmuck, den hatte ich heute Abend. Ja, Moment. Vielleicht haben wir gerade meine Kerze gesehen. Kannst du das rausschneiden? Nee, ich zoome ran. Okay. Also, die Kette habe ich heute an, das ist Schmuck von Pilgrim. Das sind 2 Ketten, also das, die ganzen hier sind eine und
Die ist eine und die Ohrringe, warte mal, die habe ich gerade schon wieder rausgemacht, aber dann habe ich noch diesen wunderschönen Ring. Ja, cool. Naja, der wird wohl niemals zu sehen sein für euch. Naja, ist egal, der Ring. Und die Ohrringe, die habe ich gerade getragen und wie gesagt, ich wiederhole mich, schon rausgemacht. Die sind super schön. Diese, oh Gott, ich bin so ein YouTuber, was war das? Meine Arbeit. Geh doch mal, so. Die, zeig mal deinen Schmuck. Diesen Ring, diesen dicken. Ist das fokussiert? Ja, ja, geht so. Den dicken. Dann diese Ohrringe. Den dicken. Die dicke. Und eine dicke. Kette nochmal mit Bleigießen dran. Die habe ich gerade nicht an. Ja, da sind so Blobs dran. Das sieht aus wie vom Bleigießen. Und Bleiguss. Gut, sollen wir? Ja. Nee, erstmal das. Also das ist Zeugs, was wir heute so mitbekommen haben. Und dann haben wir noch eine Goodie Bag. Also, Chips. Pizza Chips. Dann hatten wir ein Bubble Tea. Oh, hier ist noch, wir haben noch ein Bubble Tea. Oh, ja. An so einem Band, ist super süß. Aber wir hatten auch noch einen, warte mal. Der ist offensichtlich leer, aber der war lecker und süß. Also, ja. Da habe ich noch eine Pepsi. Wow, das ist echt von, ich merke schon, warte mal, was ist hier? Ach ja, eine Sonnenbrille. Von Fehlmann. Die behalte ich gleich an. Nee, das war ja gar nicht von Fehlmann. Nicht? Nee, von Reno. Geil. Das ist voll die gute Form. Für ja? Den Kopf. Für deinen Kopf. Ich glaube, dieses ganz Eckige war nicht so. Also war trotzdem geil. Ja, und guck, ne? Die Stubenfliege passt mir auch nicht gut. Also deswegen, ganz rund. Sie ist so Misch. Sie ist Misch. Mischmasch. Misch ist geil. Und dann habe ich noch bei einem Glücksrad gewonnen. Das war auch geil. Ich habe am Glücksrad gedreht und dann war die, also dann war ein Hauptgewinn. Und der wäre eigentlich so noch einen rübergegangen und er hat dann so das Rad angehalten und meinte, ah, Hauptgewinn. Ja, und da ist was für die Füße. Das lieben wir ja. Oh. Achso, das ist noch ein Flyer. Hier, Alpresan Fuß Spezial. Da haben wir ein Schaumcreme für trockene Haut und etwas für strapazierte Haut. Auch Schaumcreme. Ja, das ist, glaube ich, everything. Und dann haben wir noch von dem Bubble Tea zwei Kuscheltiere bekommen. Diese süßen Roboter, der hat Flügel. Der ist süß. Und zeig mal dein. Ein Rennfahrer. Ein Rennfahrer. Brumm, brumm. Brumm. Hast du noch was anderes in dem schwarzen Beutel? Nee, aber ich habe noch die Klamotten gestern. Ach stimmt, zeig mal. Ich zeig, guck. Guck, das hat Renate sich noch mitgenommen. Dieses süße Oberteilchen. Das ist auch süß, da freue ich mich auch. Das ja, schön. Dann ein Blazer, den hatte sie gestern schon zeitweise angezogen, weil sie gefroren hat. Warum erzähle ich das eigentlich? Naja. Das ist so ein schöner fliederfarbener Blazer. Blazer. Diese und, ach so, das Kleid. Ja. Foto. Ach jo, das ist in meiner Tasche. Daily, daily. Dionysa. Dieses Foto haben wir. Und ich habe diese Brille. Die ist auch richtig geil. Steht dir echt. Finde ich auch diesmal. Und du hast auch was von dem Fußmann. Ja, von ja. Fußmann. Ich habe eigentlich auch nicht gewonnen. Er hat wieder geschoben. Ja, für geschoben. Empfindliche geschoben. Haut. Einen kleinen Probe. Ja, geil. Hast du empfindliche Fußhaut? Schon. Ja? Glaube. Ich habe nur schmerzhafte Fuße. Ja, das meine ich damit. Ja, und jetzt haben wir noch eine Goodie Bag bekommen, da wissen wir beide noch nicht, was drin ist. Surprise, surprise! Surprise! Außer dass das oben drauf liegt, weil das liegt oben drauf. Echt? Nämlich Chips. Oh, das sind Lays. Ich dachte, das wären auch Doritos. Faulty. Ja, das ist so. Ich liebe Lays. Ich liebe alles. Wow, was ist das? Was ist das? Ach, herrje. Ah, ich glaube, das ist eine Brillenkette. Ah, siehst, passt ja gut. Wir haben ja auch eine Brille. Mann, das ist so eine Lister. Lister. Und dann kannst du da so und dann hängt die Kette. Nee, die Brille. Warum habe ich hier die Doritos? Oh. Hä? Unfair. Und Lays. Nee, und nochmal Doritos. Hä, ist die eine aus deiner schwarzen Tüte? Nee. Hä, oha, wie unfair. Ja, kannst du haben alle. Ja. Ja, klar. Nee, will ich auch nicht. Ich esse eigentlich gar keine Chips. Cheese Flavor, die sind eklig. Oh, geil! Nimm. Willst du das Salz? Ja. Hey, ich dachte, du hast Lays. Das sind auch Doritos. Ja. Nee, das wollte ich mal nicht damit. Ich will Käse. Nimm Käse. Geil. Ja, Hausarsch. Geil. Dann haben wir noch so von Gina, die gute, eine Spange. Oh, die ist süß. Kostet 5 Euro. Steht drauf. Hast du auch eine Spange von Gina? Überfordere ich dich? Ja. Ja, das nicht, Problem. Nicht ganz oben auf jeden Fall. Naja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, ich hab auch nochmal Chips! Ja, ja. Doritos aus. Doppel Cheese. Und du hast keine Lays. Aber dafür hast du die nochmal drin. Ja. Ah.
ist ja lustig auch. Das ist ja verrückt. Dann ist hier noch eine Pepsi. We can't have it. Ist das eigentlich Pepsi Max? Ja, Gott sei Dank. Dann von der Annemarie Berlind Hyaluron-Augenpads mit Sofort-Effekt. Das ist doch die Marke, für die Nova Lana Love Werbung macht, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne Nova Lana Love nicht. Ne? Mm-mm. Die hat ein Kind. Deswegen folge ich hier nicht. Darf ich gleich eingrätschen? Ja. Ein Gutschein für Peter Pan. Das habe ich nicht. Burger Restaurant. Doch. Das ist nicht Peter Pan, ne? Wegen Brot. Achso, in Dortmund hast du das nicht. Ja. Ich habe kein Peter Pan, ne? Ich habe ganz im Glück. 10 Euro. Geil. Gibt es hier? Können wir da essen gehen? Ja. Gibt's hier. Klar. Aber wir wollen Nudeln. Hm. Ja, Burger. You're right. Pommes, aber. Hm. Was ist das? Eine for your skin. Eine for your aber skin. Aber was denn? Ein Moisturizer. In so einer Verpackung. Das ist ja nicht. Aua, hat mich also geschneidet. Cool. For your skin. Cool. Hier, oh. Ah. Hier, das ist für den Fuß. Das ist mit Duft, hat er gesagt. Mit beruhigendem Duft. Beruhigend. Ich habe Lipidem gelesen, aber da steht Lipiden. Mhm. Fast dasselbe Wort. Ich hab was hast du? Berlin. Berlin. Was? Oh, wer ist er? Bijou Brigitte! Da hab ich ist das Schmuck? Das ist ja toll. Aber ich habe da was gewonnen bei Bijou Brigitte. Das ist ein Brillenetui ohne Brille. Aber wir haben eine Brille bekommen. Aber guck mal, wie flach das ist, wenn da nichts drin ist. Aber sieht random, aber weil wenn nichts drin ist, macht es auch keinen Sinn. Naja. Ja, das stimmt. Oh, hier ist noch was Geschenkiges drin. Oh mein Gott, was sind das Socken? Ja, ich hab ich auch gerade. Bambus, Sneaker, Füßling. Oh, das ist Größe 43 bis 46. Oh, da passen meine Füße zweimal rein. Und deins? Du hast andere Socken. Ich kann tauschen. Ja, auch. Ich hab. Die sind ja süß. Ja, aber das ist doch deine Größe, oder nicht? Ja. Ja, dann nimm die doch. Aber du hast doch kleinere Füße noch als ich. Ja, aber die sind ja auch zu groß. Oh. Hier, du kriegst einfach alle. Nee, weil ich passt so, mir nein, nicht. Dann, nee. Das passt mir nicht. Du musst doch was von mir nehmen. Ja, nee. Was ist das? Warte, ich wollte es auch was. Oh. Das war, oh. Aber, auch die Größe. Größe. Hm. Ach, dann habe ich die anderen Socken bestimmt auch dran, ne? Ja, ich, passt nicht. Ach so, nee, so rum. Passt nicht. Ach so, ja, gut, mir passt ja. Es passt nicht. Ah, die sind süß, schaut mal, die sind mit so Socken, so, Punkten. 30%. Die Socken mit Socken. Für die Marke. Ach ne, das ist der eklige. Hier, wir hatten. Ach, kalorienarm, das ist der Grund. Ja, ich mag gerne San Pellegrino, aber das ist, der schmeckt nur nach Wasser mit so einem Pupsgeschmack. Ich will, wenn dann, richtig Geschmack. Hast du auch den drin mit wenig Pupsgeschmack? Oder mit wenig Geschmack? Ja, leider. Die nicht so weiß sind, sondern so dunkel, die sind geiler. Sind die oh, geil, hier ist ein kleines Gatsubi-Schutzengel. Jetzt ist Schutz. Prey. Magisch. Oh. Oh, das habe ich schon. Warte mal. Das habe ich aus der Pinkbox auch. Ich auch. Sios. Hairspray. Aber ich habe meins verschenkt. Also. Ich habe mich mit in der Nase. Ja, alles gut. Okay. Na dann. Gokos. Ach, kennst du. Ich dachte, die YouTube sind heute auch da. Ja, offensichtlich nicht. Ja, was ist das? Das steht nicht drauf. Say hello to your new favorites. Ich mach auf. Okay, ich nicht. Ein Pen, ein Eyeliner, Crayon. 4. Ja, siehst du, kann ich aber nutzen, weil meiner ist stumpf, den ich mit habe. So. Hier ist noch irgendwas Kleines drin. Oh, das Saint-Tropez Self-Tan Purity Vitamins. Oh, ich wollte mal bald wieder Self-Tan probieren. Ich auch. So. Also ich habe ja mein Zeug da. Ja. Das war schön. Fühlt sich eh an. Voll wie Brigitte. Brigitte. Ew. Es ist Gin. Mhm. Was erschenken. The Duke Munich Dry Wanderlust Gin. Ah, ich habe Gina gefunden. Deine hat eine Schleife. Ne, die gehört von woanders. Ja. Und die dann ist nur noch das Große. Was hast du noch? Das hast du schon ausgepackt, sorry, ich bin so langsam. Hey, ist echt nicht so schlimm. 10 Minuten angucken. Ach, auch so Cat? Oh, das ist auch hübsch. Ja. Super. Wow. Das ist hübscher. Findest du deine schöner? Findest du meins schöner? Wir können tauschen gerne. Ich weiß nicht, wo das ist. Findest du das schöner? Ja. Aber ich habe den Sticker rausgeholt. Warte, also der ist rausgefallen. Nein, du kriegst den Sticker. Hier. Yeah. Brille, viel Mann. Da liegt. Ja, weil das sieht aus wie Marmor. Ich bin doch eine Marmorfrau. Ja, du bist eine Marmorfrau mit deiner Küche. Schau. Zukunft. Und mit meinem Leben. Ja, und jetzt kommt scheinbar das Highlight. Wir haben Detox. Sommer, so nett. Pay one, get two. Naja. Gläser von Ritzenhoff. Aber sind es auch Gläser? Ja, ne? Also,
I don't know, I guess. Ich werde Glas-Influencer für Ritzen haben. Okay, geil. Ritzen. Mit der Ritze. Hier steht direkt Kontaktdaten. Kannst du mal. Wow, oh, das war zu gut. Toll. Okay, dann mach ich auch mal. Die sind wirklich schön aus. Ich liebe die. Mach die bitte kaputt. Ich bin richtig glücklich, dass ich die habe. Ja, ich hab nur so viel Glück. Das war ein Ekel. Oh mein Gott, war das Ekel auf das Geräusch. Ich kotze gleich. Ja, alles gut. Mach's nicht nochmal. Ich wollte. Aber es hat nicht geklappt. Gott sei Dank. Schade. Die gehen doch kaputt auf der Rückfahrt. Nein. Okay. Hab ich gesagt. Ein Glück. Ja. Nicht mehr zu, der Scheiß hier. Ob wir morgen noch irgendwo sind, wissen wir nicht. Meine Füße stecken gleich an. Oh, schade. Das ist noch ein Sekt. Ja. Du hattest die Bambussocken da nicht drin, oder? Doch. Ach so. Hier sind zwei davon. Hab ich nicht mitbekommen. Aber die hast du mir gleich alle rübergeschmissen. Ist das auch große Größe? Ja. Ach, schade. Ja. Als ob keine Menschen mit kleinen Füßen gibt. Ich werde diskriminiert. Vor allem die meisten haben noch da eher Größe 96, 97, 38. Ja, eben. Würde ich sagen, wenn es morgen. Ich finde das auch ein bisschen frech. Keiner fragt mich, aber ich sage trotzdem meine Meinung. Ja, keiner hat offensichtlich auch mich gefragt für meine Füße. So. Hä, wir haben gar keinen Strohhalm, oder? Doch, ich habe welche. Mitgenommen und irgendwo eingesteckt. Doch! Die sind so süß! Oh mein Gott, ich bin so glücklich über diese Gläser. Die sind ganz toll. Ey, same. Die sind ganz toll. Ich bin auch richtig happy darüber. Jetzt kann ich Foodfluencer werden. Foodfluencer. Sollen wir Chips essen? Ja. Boah. Aber du magst keinen Käse? Nicht so gerne, nee. Aber das ist eine kleine Tüte, deswegen. Hm. Salz? Achso, magst du nicht so. Ja. Ich esse die jetzt auch. Oh, meine Füße. Muckbang. Bangmuck. Banger. Spaß. Ciao. Die Vlogging Cam. Wir sind bei Hako Ramen, aber es heißt jetzt Nico Nico Ramen. Und wir haben leckere Ramen, so wie gestern. Geil. Dann morgen. Die Beschwerde. Hallo Leute, ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Wir sitzen gerade in einem Restaurant. Es ist auch schon relativ spät. Oh, nee, das ist auch gar nicht gut. Dafür, dass ich noch nicht gevloggt habe, und zwar 16:30. Die Renate hat heute ein bisschen Homeoffice gemacht und ich nicht. Ich habe irgendwann ein bisschen Content produziert und ansonsten habe ich gechillt und auf sie gewartet. Und jetzt sind wir essen. Und ich habe Hunger. Hast du auch Hunger? Ich habe sehr Hunger. Wo bist du? Auf dem Kopf? Süß? Ja, jetzt kommst du mal. Tudis. Tatata. Tudelungis. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Ne? Das war jetzt keine schlimm. Kritik. Ja. Heute mag ich mein Make-up. Oh, ich mag das dein Outfit. Steht. Ja. Auch. Und dein Make-up natürlich auch. Food ist da. Wir haben Spätzle mit Champignon-Rahmsoße, einen kleinen Gurkensalat. Gut? Sicher? Okay, super, freue mich. So, fertig ist. War in Ordnung. War nicht schlecht, war nicht gut. Zeig mal dich. Zeig mal deinen Ring in deinem Gesicht. Sie hat einen neuen Ring. Im Gesicht. Hast du bei einem Musical mitgespielt? Ja, Frozen. Du könntest Pocahontas sein. Pocahontas? Mit deinen blauen Haaren. Ey, die kann doch ihre Haare mal auch so wieder so rot machen. Ich hab schon wieder Hate bekommen. Ja. Auf Insta. Erzähl von deinem Hate. Sie hat geschrieben, boah, die Haare sahen viel besser aus. Sie soll die mal wieder so machen. Was das blau-lila, ja. Alter. Und Vanessa vermutet, dass sie das wahrscheinlich einer Freundin schreiben wollte. Ja, weil sie hat halt. Nein, das hat eine Zuschauerin vermutet. Sie hat halt gesagt, ja, die und naja. War schon peinlich. Ja. Wäre dir das peinlich? Willst du noch eine Gurke? Nee. Schöne Augenbrauen hast du. Oh. Gar nicht krustig mehr. Nee. Krustenbraten. Zero Crust. Darf ich mich wollen wir bezahlen? Ja. Ich will nicht bezahlen. Schade. Hallo. Heute sehe ich besonders schmantig aus. Schön, wollte ich sagen. Oh Gott, ich sehe echt schlimm aus. Nein, du siehst so aus. Ich habe einen Lash Lift bekommen. Von mir. Ja, von Vanessa. Die hat mich darauf gejisst. Danke. Danke für alles. Oh, der Arthur. Hi. Leute, wir sind einfach an dem. Ich sehe immer nur deine. Süßesten Kaffee ever. Ich habe so einen geilen Eistee. Pink Latte. Schaut euch das mal bitte hier an. Wie süß das ist. Ich sterbe. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Dieser Hingestuhl. Oh mein Gott. Wow. Es ist so süß. So wie du. Ungefähr. Du bist süß.
Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Sie ist das A und O. Wo? Sie werden sich verlieben. Glaub es mir. Dann sind wir nur noch zwei. Oh, die zärtliche Begegnung ist wie ein Zauberbann. Was? Es ist romantisch, aber das Desaster fängt erst an. Wow, da kommen die Tränen. Wir sind ein bisschen dumm gegangen, weil wir jetzt Kilometer vorbeigehen müssen. Oh fuck, stimmt. Wir wollten übrigens ins Museum gehen. Boah, das ist ein Schritt, ich kann nicht mehr. Wir müssen langsamer gehen, wir sprinten ganz schön. Ist nicht schlimm. Aber machen wir nicht. Nee. Und ich muss auch schon gleich nach Hause, das hassen wir. Wir sind traurig. Nein. Du bleibst einfach nur eine Nacht länger. Ich muss los, aber. Nee. Ja doch, ich fahre ja morgen früh nach Köln. Ist da der Park? Ja, in Brühl. Wird abgesagt, weil ich das nicht kenne. Nun ja. So. Sag mal noch ein Wort. Philadelphia Käse. Hello, ich sitze im Zug. Ich habe keine Lust mehr. Ich werde erst 14:45 in Dortmund ankommen. Dann muss ich noch nach Hause. Und dann geht es morgen früh direkt los ins Phantasialand. Da muss ich auch früh aufstehen. Das wird ein Spaß. Dann morgen. Ach Leute, ich lieb's. Ich sitze mittlerweile im zweiten Zug. Umstieg hat Gott sei Dank geklappt. Ich komme um 2 Uhr in Dortmund an. Da fahren keine Bahn mehr. Uber gibt's bei uns nicht. Und ich habe kein Bargeld. Für Taxi. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Boah, wie Geld beim 10 Grad von der Cola. Ew. Kann man Taxen mit Karte zahlen? Nee, ne? Oh Gott. Leute. Ich bin Hunger. Back home. Finally. Es ist 14:30. Und ich habe tatsächlich. Ich suche die ganze Zeit meine Tabletten da. Ich habe tatsächlich ein Taxi gefunden, wo ich mit EC-Karte zahlen konnte. Jetzt werde ich mich abschminken. Mein Gott. So, jetzt werde ich mich abschminken. Werde noch kurz meine Tasche ausräumen. Dann werde ich schlafen gehen. Und dann muss ich in wenigen Stunden schon wieder aufstehen. Weil dann geht's weiter. Morgen geht es nämlich ins Phantasialand. Ich freue mich. Mein Handy. Hier sieht's aus. Ich freue mich gar nicht so, hier wieder zu sein, ne? Pappe. Chaotische Küche. Küche. Nun ja. Welcome home. Also hinten ist schon mehr. Ja, ich halte mich doch die ganze Zeit nicht fest. An mein Handy. Hilfe! Weißt du, man merkt auch einfach immer, man ist keine 20 mehr. Ja, Marvin so, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Ja, jetzt! Aber jetzt geht's ganz runter? Jetzt kommen Fotos, sei süß. Ich bin mir nicht sicher. Aber die haben, glaube ich, zu, den Fotoladen. Oh, ja. Noch ein Foto, U-Foto. Heißer Typ. Ja. Mach wieder mal eins. Ich geh dann auch gleich für dein Abendfeuer machen. Scheiße, ich komm nicht mal auf den Stein. Ein wahrer Abenteurer. Bist du bereit? Ach du Scheiße.
Hier ist Wasser von. Alter! Du bist ja eine Maschine. Du gehst da, Mann. Du bist da. Okay. Aber wer weiß, wann du es wiedersehen. Komm lieber auf hier lang. Meinst du? Ach du Scheiße! Nee, das ist nicht schön! Man kennt sie, Jonessa, die Bergsteigerin. Besonders förderlich, dass die ganzen Holz gemacht haben. Also, da ist der Zwerg hier hochgekommen. Ja, Spaß macht das. Ja. 10 von 10 in Lina. Unsere Pole Dance Maus. Okay, es ging. Okay, super. Hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,